Ich habe eigentlich schon eine neue Mission, die ich machen will, aber ich will mir mal angucken, was das da für Fragezeichen sind, damit ich das jetzt nicht mehr einordnen kann. Warum kann ich die Kamera auf dem Moped nicht wechseln? First Person fahren ist. Warum kann ich? Ich kann. Mann. Wollen wir uns eben unser Moped. Ist auch viel schöner. Nein. Ist auch viel schöner. Warum kann ich die Kamera nicht wechseln? Ja, irgendein Bug. In First Person nicht so geil. Ah, lass mal nachladen. Das ist Panems Waffe, gell? Das ist natürlich doof. warte mal. Da wieder die. Wo ist es hin? Da. Und die tausche mal aus gegen Panems Waffe. Froh, dass ich ihn gerade nicht erschossen habe mit der Shotgun. Wo steht mein Moped? Da steht mein Moped. Das ist immer das Lager ist. Okay, ich bin gerade schon eben gewundert. Ich mag nicht First Person fahren, ich kann das nicht. Oh! Hey, wie? Ich habe Arbeit für dich. Es gibt da einen gewissen Gegenstand, der schnell vom Schrottplatz geholt werden muss. Anbei findest du die Details. Ich werde angegriffen! Okay. Irgendwie. Achso, ich hänge Müll. Ach komm, hier. Das hat sich gerechnet, gell? Großer böser Mann. Okay, diese Fragezeichen sind nur. Hab ich jetzt echt. Bin ich jetzt echt überladen? Ist das euer fucking Ernst? Ich glaube, ich habe zu viel Nahkampf. Okay, das ist das Problem. Das behalt nochmal.
Einfach zu viel Scheiß dabei, ey. Da. Was willst du denn? Finde den kaputten Bot. Hey, ich schlafen. Fahren wir doch hier mit dem Moped hin. Bin zu faul zu laufen heute. Okay, da sind einfach solche Aufgaben, solche Missionen. Wie gesagt, das werde ich einfach konsequent im Livestream machen. Hat man so Gebiet für Gebiet freischalten. Die Junk verkaufen, ja? Es wird vom Gewicht nicht besser, habe ich das Gefühl. Das lief nicht gerade so, wie ich es gewollt hätte. Aber wenigstens hat Red Joe jetzt was zum Trainieren. Auftrag abgeschlossen. Danke. Okay, dann sind das solche Missionen. Aber was sind dann die Sachen hier? Wahrscheinlich sowas wie hier, das hier, dass man ein Gebiet irgendwie, dass man irgendwelche Gegner töten muss oder so. Ist doch weiter als ich dachte, damit das 1000 Kilometer, 1000 Meter sind, 1000 Kilometer, ey. Okay. Beruhig dich. Steck ab. Sieh mal einer an. Hey, wie? Ein Truck mit Cyberware ist in den Badlands liegen geblieben. Erstklassiger Chrom. Und das NCPD trödelt. Offenbar befürchten sie, dass ein Cyberpsycho den Unfall verursacht hat. Sieh dir das mal an, aber bring bitte niemanden um. Das kann ich nicht versprechen. Ich glaube, das sind doch hier die Blutspuren, oder?
Der rennt doch. Der überfällt mich doch bestimmt gleich irgendwo hinter so einem Kaktus. Au, 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 au. Alter. War vielleicht ein bisschen dumm. Aber sie sagt, wir sollen niemanden umbringen. Hm. Soll ich mit ihm sprechen oder was? Hey, wie? Ein Truck mit Cyberware ist in den Badlands liegen geblieben. Erstklassiger Chrom. Und das NCPD trödelt. Offenbar befürchten sie, dass ein Cyberpsycho den Unfall verursacht hat. Sieh dir das mal an, aber bring bitte niemanden um. Probieren wir es nochmal. Ich finde erstaunlich, wie gut das Spiel im Moment läuft. Ich hätte das vielleicht nicht neben dem Gastank machen sollen. Gut, dass ich vorher einen Speicherstand gesetzt habe. Er kommt. Mama. Oh, ich sollte schon wieder gegen den Gastank stehen. Kann ich das Ding? Ach, der nimmt davon keinen Schaden, hm? Ist klar. Gut in die Eier. Au. Oh, nein, geht doch mal weiter. Alter, der hat den Gas daneben jetzt zur Explosion gebracht. Oh. Dieses Taumeln geht mir immer so auf den Sack, wenn du gehittet wirst. Jawohl, die Waffe macht überhaupt keinen Schaden.
das für eine Waffe? Bringt auch nichts. Ah, das war nicht beabsichtigt. Dieses Gestänk. Immer hingefalle. Das nervt mich so ein bisschen. Ich glaube, wenn der dieses Geräusch macht, dann ist der relativ angreifbar. Okay, die Granate hat ihm den Rest gegeben auf einmal. Ah, lest ein später archiviertes Gespräch. Mann, ey, der Scheiß bringt doch gar nicht. Wir kriegen kein Wort aus ihm raus. Jungle, ich bin nur zu kotzen. Lies die Nachricht von Regina über die Hyperspace. Cyberspace, Regina. Nachricht. Warte mal, soweit ich weiß, hat niemand Chaos bekannt, weil da war recht nach Raffen und die ganze Sache ist in den Wir passiert kein Zeichen von äußerer oder Angriff von innen gekommen, sprich entweder ist einer von den Raffen oder einer Gefangener hat versucht auszubrechen. Was fast recht, was war tatsächlich ein Gefangener, der zum Cyberspruche geworden ist, der entkommen konnte. Zufälligerweise war auch einer wirklich von einem Gefangener. Habe ich nicht gerechnet, ich gebe die Invante Quota weiter und es ist jetzt schon besser, wenn die von mir, okay. Na gut. Warum welche Nachrichten hier? Das sind auch interessante Missionen, aber das muss man jetzt nicht im. Also das sind Kopfgeldjagden. Was gibt's hier noch so? Okay, wie gesagt, ich werde dann im Livestream so Gebiet für Gebiet machen. Also fangen wir hier oben an und dann machen wir einen Livestream mit dem Gebiet und eins mit. Hier ist ja auch noch einiges zu tun. Was ist das denn hier? Dein Zuhause in Night City. Sehr seltsam. Alles sehr seltsam. Aber ich will jetzt noch eine Mission machen. Oder? Wir sind bei 20 Minuten. Komm, nee, dann machen wir mal.
war's da. Machen wir keine Nebenmission mehr heute. Ah, okay. Kann ja auch die 180 Meter dahin laufen. Hey, wie? Was will sie denn? Ich wünsche dir einen spektakulären Tag. Schreibt. Talking about a revolution. Hallo, it's me. Was ist er? Tschüss. Ich glaube, bei Militech sind gerade ein paar Stellen frei geworden. Oh. Ich glaube, Militech hat hier ein paar Leute exekutiert. Aber hier hinten war doch noch was. Genau da wollte ich hin. NCPD-Subunternehmer, Verdacht auf organisiertes Verbrechen an der I-9. Die Verdächtigen sind für eine Reihe von Diebstählen in den Badlands verantwortlich. Die Gruppe wird von Bruce... Audioshock. SWAT angeführt und gehört zu der sogenannten Wraith Gang. Die Behörden von Night City bieten eine Belohnung für ihre Neutralisierung. Gehört mir. Hallo! Oh! Das hat mich gar nicht interessiert. Das ist richtig. Guck mal, ich habe sogar Klingen. Kann ja sogar chirurgisch auseinandernehmen. Muss ich mal stehen bleiben? Ich bin der Arzt. Ich bin ihr Arzt. Ich muss sie untersuchen. Okay, die hat nie wieder Kopfschmerzen. Ey, das ist die beste Erfindung gegen Kopfschmerzen. Alter, meine Squid-Quad geht richtig nach oben. Okay. Was haben wir denn noch hier so in der Nähe? Das ist eine Verbrechensmeldung, das ist ein Überfall. Ich will mal zu ihm hin. So, sind jetzt ja alle glücklich? Warum fahre ich denn nicht eigentlich mit dem großen Auto hin? Dafür habe ich mir doch gerade erobert. Dell?
Machen wir in der nächsten Folge. Don't lose your mind. Gibt's nicht so ein Lied, was so heißt? Hallo? Ja? Red mit mir. Erzähl mir von den Badlands. Hier draußen ist nicht viel los, oder? Au contraire. Wenn du die Augen und Ohren aufmachst. Das ist ein Ökosystem. Nomaden, Raffenschiff, Konzerne, Landstreicher. Ein komplexes Geflecht, dessen Gleichgewicht leicht zerstört werden kann. Das war's. Erzähl mir von den Badlands. Ihr traut. Das war's jetzt? Ich dachte, da kommt irgendeine noch Mission oder irgendwas abgeben. Na geil. Gut, wir machen aber an der Stelle mal Feierabend. Und dann geht's morgen mit Nebenmissionen weiter. War einfach eine Füllerfolge heute. Bis dann, ciao.